Machen wir Jack von Crack. Machen wir Jack von Crack als nächstes. Kuss an Sage. Für den Follow, Bruder. Mal sehen, Jack hat ja Probleme mit der Mische gehabt, beziehungsweise hat er das Album komplett selber gemischt, weil sich viele gefragt haben, warum sich die Mische ein bisschen anders hört oder der Sound ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen scuffed ist, aber der Sound ein bisschen weird ist, die Stimme anders ist. Jack hat das komplett selber gemischt, das ist das erste Mal, dass er ein ganzes Album selbst mischt, deswegen hört sich das ein bisschen anders an manchen Stellen vielleicht. Weil Detox hatte keine Zeit und ja, deswegen hört sich das vielleicht ein bisschen anders an, aber trotzdem. Ich fand es beim ersten Track nicht schlimm, vielleicht ist es jetzt beim zweiten Track ein bisschen angenehmer, keine Ahnung. Aber Like-Dislike-Verhältnis geht ja eigentlich. Keine Zeit von Jack von Crack. Crackhausen-Album ab 1.5. überall erhältlich für die YouTube-Zuschauer. Ich werde euch die CD verlinken in der Beschreibung. 666 Stück gibt es. Danach gibt es keine mehr. Also gönnt gerne. Und ansonsten produziert ist das Ganze von Nilo. Der hat auch die ersten Track schon produziert, right? Ich glaube schon. Wir hören rein, keine Zeit hast du Track, let's go. Digga, woher ist diese Maske? Die ist aus so einem scheiß Dings, wie heißt denn das, Digga? Es ist nicht Chihiros Reise ins Wunderland. Wie heißt denn die Maske? Woher ist das? Woher ist das? Woher ist das? White Ghost Anime Mask. Wo ist die? Das ist sie. Ist von Studio Ghibli? Wo ist die? Irgendwas auf Netflix. Ghibli. No Face, okay. Okay, keine Ahnung, wer es kommt, aber irgendein Film von Studio Ghibli. Werden Follows angezeigt? Wurde gerade irgendwas angezeigt durchs Follow? Ich hoffe nicht, Digga, hab nichts eingestellt. Danke an Galliano Gaming. Shihiros. Ist aus Shihiros Reise ins Zauberland oder ins Wunderland? Zauberland, Wunderland, alles dasselbe Land. Okay. Wutze, ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich sehe dich, wie du ganz. Ja, okay, man merkt schon Unterschied. Die letzte Reaction habe ich ohne Kopfhörer aufgenommen. Man merkt es schon ein bisschen. Der Sound ist so ein bisschen. Es fehlt der Druck leider so ein bisschen, oder? Es fehlt der Druck so ein bisschen, finde ich. Retalk. Danke an Sophia Meyer fürs Follow. Egal, ob du einsam bist, ich sehe dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine Zeit für dich. Wurzel, ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich sehe dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine Zeit für dich. Digga, ist halt einfach so ein Anti-Liebeslied. Du Schlampe, was willst du von mir? Scheinbar bist du schon wieder richtig verwirrt. Deine Nachricht hat sich in meine Richtung verirrt. Warum wohl hab ich diesen Mist ignoriert? Wurzel, ich will keinen Kontakt zu dir. Und ich bin richtig gespannt, wann du das kapierst. Du hast mein Leben gefickt, denkst du, ich nehm dich zurück. Nur wegen dir hab ich täglich Hero geträumt. Davon weg, du wurde süchtig. Ah, der Übergang war ein bisschen weird in den nächsten Part. Also wenn man sich jetzt dran gewöhnt hat, geht die Mische klar für dich. Dann gewöhnt man sich an die Stimme, dann fällt es nicht mehr so auf. Deswegen finde ich jetzt nicht so einen krassen Dorn im Auge. Wenn man das Album durchhört, ist alles easy so. Aber dieser Übergang jetzt in den nächsten Part war ein bisschen weird, finde ich. Habe ich nicht gefühlt. Die ersten drei Worte versteht man nicht. Nur wegen dir hab ich täglich Hero geträumt. Davon weg, doch wurde süchtig nach diesem Coke. Fast krankenhaus, Intensivstation. Keine Kohle, keine Wohnung. Ich hab nichts mehr gehabt. Bin jetzt Jack von Crack und du hast mich so gemacht. Oh, okay, das ist eine geile Zeit. Ich bin jetzt Jack von Crack und du hast mich so gemacht. Die fühle ich. Die Zeile fühle ich. Ich hab nichts mehr gehabt, bin jetzt Jack von Crack und du hast mich so gemacht. Oh, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Mein Leben ein riesiger Scherbenhaufen. Und ich bin wieder mal frisch aus dem Entzug. Das Karma fickt jeden genauso wie du. Ich hab okay, die Zeile fühle ich. Das fand ich nice. Das Karma fickt jeden genauso wie du. Aus dem Entzug. Das Karma okay. Fickt jeden genauso wie du. Ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich sehe dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine Zeit für dich. Ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich sehe dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine Zeit für dich. Die letzten Jahre waren ziemlich hart. Ich weiß noch nicht, was ich vom Beat halten soll. Ich finde den Beat nicht schlecht, aber der letzte Beat war halt einfach auch krass geil, muss ich sagen. Der letzte Beat hat. Ich hab keine Zeit für dich. Die
letzten Jahre waren ziemlich hart. Wir kamen Anzeigen für Sachen, die ich niemals tat. Es war dein Ziel, mir die Zukunft zu zerfetzen. Hab wegen dir ein halbes Jahr lang unschuldig gesessen. Doch weißt du, was diese Scheiße. Es ist manchmal noch ein bisschen weird. Man merkt halt, dass es jemand anders oder dass er es selbst gemischt hat an manchen Stellen so. Was ich jetzt gar nicht schlimm finde, was soll er machen? Er kann nichts dafür so. Im Endeffekt gebe ich ihm Props dafür, dass er es komplett selbst gemacht hat. Und dass er es durchzieht, weil, Digga, das macht, keine Ahnung, Handvoll Künstler gefühlt machen das alles selber so. Deswegen schon Props dafür, aber keine Ahnung, Mann. Aller Anfang ist schwer. Spätestens beim nächsten Album werden wir eine bessere Mische auf jeden Fall wieder haben. Es hat mich stärker gemacht, denn jede Krise, die dein Leben fegt, härtet dich hart. Schrieb die Verse im Knast, gefährlich und rar. Hab ne Mithäftlingpost unter die Erde gebracht. Hab dir alles gegeben, ich hab dir gefährlich. Es ist halt manchmal ein bisschen unverständlich, hab ich das Gefühl, gemacht. Denn jede Krise, die dein Leben fegt, härtet dich hart. Schrieb die Verse im Knast, gefährlich und rar. Hab ne Mithäftlingpost unter die Erde gebracht. Hab dir alles gegeben, ich hab dir alles gekauft. Aber du hast mir eine abgefuckte Falle gebaut. Jetzt kommst du an, doch ich scheiß auf dich. Es gibt keine Liebe, das weißt du doch, Bitch. Bei dir ist irgendwas verkehrt gelaufen. Dein Leben ein riesiger Scherbenhaufen. Auf dich lastet mein grausamer Fluch. Das Karma fickt jeden genauso wie du. Fotze, ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Juck, fühl ich aber. Der Einstieg in Juck ist geil. Fotze, ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich seh dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine Zeit für dich. Fotze, ich hab keine Zeit für dich. Ist mir doch scheißegal, ob du einsam bist. Ich seh dich, wie du ganz allein da sitzt. Aber ich hab keine. Aber ich fand den ersten Track allgemein stärker, glaube ich. Da habe ich den Beat mehr gefühlt, die Atmosphäre, da war mehr Melodie drin. Der ist okay, der ist okay, der ist nicht schlecht oder rap oder so, aber ich hab den ersten mehr gefühlt, muss ich sagen. Aber ich hab keine Zeit für dich. Ja, Beat ist okay, aber keine Ahnung. Hat mich jetzt nicht weggefetzt, Freunde. Gönnt euch, wie gesagt, auf jeden Fall das Crackhausen-Album für die YouTube-Zuschauer. Link in der Beschreibung zum Vorbestellen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich habe noch nichts gehört vom Album. Aber Jack meinte auf jeden Fall, dass da noch der ein oder andere Banger drauf ist. Deswegen, ich weiß gar nicht, ist irgendwas von Features schon bekannt? Ist irgendwas von Features bekannt? Sind da Features drauf? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gut. Lines sind Standard bis gut, aber der Beat ist nicht meins. Im Vergleich zu den meisten Jack-Beats ist der schlecht. Ja, ich muss auch sagen, der Beat war nicht so. Keine Ahnung. Es ist ein typischer Jack-Beat gewesen, so vom Feeling her, aber habe ich jetzt nicht so krass. Bin nicht so krass gecatcht. Weiß ich, ich werde ein paar neue Follows vorlesen. Von Van Damme, Nico Zu und Welken. Danke für euer Follow, Leute. Für die YouTube-Zuschauer, das war's mit diesem wunderbaren Video. Vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen, wenn ihr die Livestreams sehen wollt. Link in der Beschreibung. Danke.